Schmerz, Sucht und Soul umgaben Amy Winehouse, eine der schillerndsten Figuren der internationalen Popmusik. Die Soul-Nachtigall mit der phänomenalen Stimme starb leider mit 27 Lenzen in ihrer Wohnung im Londoner Stadtteil Camden Town. In diesem Jahr wäre sie 40 Jahre geworden und deshalb soll ein Buch aufklären, wie ihr kurzes, wildes Leben verlief. Amy Winehouse, In Her Words, heißt die Sammlung von bisher unveröffentlichten Aufzeichnungen, handgeschriebenen Lyrics und privaten Fotos, die in 3 Monaten kurz vor ihrem runden Geburtstag erscheinen wird. Das Werk soll zunächst auf Englisch herauskommen und wird rund 30 Euro kosten. Der Verlag HarperCollins hat ein Buch versprochen, das das unglaubliche Schreibtalent, ihren Witz, Charme und ihre Lebensfreude zeigen werde. So könne man die Entwicklung der Grammy-Gewinnerin vom Aufwachsen bis zur Legende verfolgen. Amys Dasein, deren goldene Soulstimme Millionen von Menschen zum Träumen bringt, war ein Selbstzerstörungsdrama. Insider konnten zuschauen, wie die Winehouse mit Hochgeschwindigkeit in den Exitus raste. Schon ein teuflischer Drink trug ihren Namen. Amy's Fave hieß er, ein milchig-weißes Höllengetränk, das nach den Vorgaben der Namensgeberin mit hochprozentigen Zutaten zu einem Killer-Cocktail gemixt wurde. Da Amy Winehouse so früh mit 27 in die andere Welt gegangen ist, gehört sie zum Club 27, wie respektlose Menschen die Gemeinschaft jung abgetretener Musiker bezeichnen, zu der popkulturelle Helden wie Kurt Cobain, Jim Morrison, Brian Jones und Janis Joplin zählen.